Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder soweit, wir hatten gerade Neumond und ich hatte diesmal einen kleinen Live-Call gemacht, so ganz spontan. Und es war echt schön zu sehen, wie die Resonanz dann auch darauf war, sozusagen in Ritual zu gehen. Und ich habe hier Olympia, die gleich hier, also meine Katze, die hier gleich wieder mitmachen möchte. Sie sitzt hier schon ganz gespannt, aber in dem Augenblick, wo ich die Öle aufmache, wird sie sowieso gleich wieder verschwinden. Genau, das ist genau der Stichpunkt Öle. Wir haben ja den Neumond in der Jungfrau und wir sind jetzt sozusagen auch in der Erdezeit. Und die Jungfrau begleitet uns ungefähr bis zum 5. Oktober, also von der Qualität her. Und ich hatte ja schon in diesem einen Video erklärt, die Jungfrau hat ganz viel mit dem Organisieren zu tun, mit dem Strukturieren, mit der Klarheit, die sie mitbringt, aber auch so ein bisschen in diese Richtung gehend, neue Projekte hervorzubringen. Und sie hat aber auch einen sehr spirituellen Anteil sozusagen, das Energetische in die physische Ebene zu bringen. Und das geht einfach wunderbar mit dem Erde-Element. Einmal, weil die Erde einfach auch für uns unser Rhythmus ist, unser Rhythmusgeber, ist unser Planet, auf dem wir sind. Und ich habe so ein paar Öle ausgesucht, die uns einfach helfen können, so bestimmte Dinge, die wir vielleicht gerade ins Leben bringen, über diese genährte Ebene, über die balancierte Ebene, über eine harmonische Ebene, das sozusagen einzublenden oder einzubringen. Mein erstes Öl, das ich euch heute mit vorschlagen möchte, ist das Jasminöl. Für mich ist Jasmin immer ein Stern, ein gefallener Stern, ein Erde, der auf die Erde, meine Güte, Wortfindungsschwierigkeiten. Also, es ist ein auf die Erde gefallener Stern. Das wollte ich sagen. Ein auf die Erde gefallener Stern. Ne? Traditionell finden wir ja in der Aromatherapie Jasmin auch immer das Jasminöl als etwas, wo es um sexuellen Missbrauch geht, um Übergriffe. Ganz ehrlich, wenn wir uns jetzt einfach mal so von der sexuellen Energie hin mit dem Fokus hinsetzen und weniger diese Traumasachen mit einbeziehen, sondern wirklich diese sexuelle Energie, die unsere kreative Energie ist. Und wenn wir das sozusagen aus dem Energetischen in unsere physische Ebene bringen, ist es ein kreativer Prozess, ein in den Körper hineinbringen, erleben, erfahren, genießen, lustvoll damit sein. Und was ich beim Jasminöl auch immer wieder schön finde, was mir dazu einfällt, ist Sacred Union, also die heilige Verbindung. Heilig jetzt nicht unbedingt in Form von nicht anfassen und es darf nicht aktiv werden, sondern eher in dieser Form, dass quasi beide repräsentierenden Qualitäten, männliche wie weibliche Energie, zusammenkommen und etwas Neues kreieren. Und das finde ich einfach in Jasmin eine sehr unterstützende, nährende Form. Wenn wir uns Jasmin von der chinesischen Medizin her angucken, ist es vom Duft her süß, von der Thermik her warm, wirkt sehr stark auf den energetischen Anteil unseres Herzes, den Perikard und die Leber. Und das sind hier meistens die Energien, nicht unbedingt das Organ. Von der Funktion her ist es nährt das Blut. Blut ist sozusagen die jenigste Substanz in unserem Körper, die durch das Qi, durch die Energie bewegt wird. Und das ist einfach wieder für mich auch so dieser Übergang von, dass Jasminöl uns hilft, das Manifeste in die Form zu bringen. Dann belebt es das Herz. Und es stärkt unser Shen, das heißt, es stärkt unser Bewusstsein. Ein anderes Öl, was auch in diese feminine Qualität mit hineinkommt, ist Clary Sage. Clary Sage, der Muscatella-Salbei. Es ist sozusagen die feminine Form
vom Salbei. Der Salbei selbst ist die maskuline Form. Die große Schwester oder die kleine Schwester oder die Begleiterin ist der Muscatella-Salbei. Es ist das Öl der Intuition, der Perspektive, der Vision. Es ist ein Öl, das uns hilft, quasi das Visionelle in mehr bewegender Form, weniger in empfangender Form, so wie das Jasminöl die Unterstützung ist. Aber wenn wir hier, wenn es darum geht, dass wir schon so eine Idee von einer Vision haben und wir wollen das hervorbringen und sozusagen die Vision und die Möglichkeiten in unser Leben hinein zu projizieren, sehen wir das für mich zumindest der Muscatella-Salbei wieder mehr diese feminine Energie ist, die uns hilft, mehr mit Gelassenheit, weniger mit Durchsetzen, weniger mit Kraft, sondern durch dieses Geschehen lassen unterstützt. Clary Sage ist ein sehr bewegendes Öl und dieses Bewegende hilft uns, quasi das dann auch zu zirkulieren, das hervorzubringen. Wenn wir uns aus der chinesischen Medizin Clary Sage anschauen, ist es ein zirkulierendes und stabilisierendes Öl. Es wirkt auf die Energie des Herzens, der Leber und der Niere. Also wir haben hier auch drei Ebenen. Einmal das Bewusstsein, die Dynamik, aber auch die Vitalität, die hier in diesem Öl mit stimuliert wird. So, von der Funktion her ist es, es nährt Blut und Yin, also es nährt unsere Substanz und die bewegende Substanz. Es hat eine absenkende Wirkung auf das Yang, also wenn zu viel im Kopf ist, hilft es uns zu descenden, dass es wirklich runterkommt. Und es hat natürlich auch eine Wirkung auf unseren Shen, auf unser Bewusstsein und hier ist es eine beruhigende Wirkung. So, wenn du jetzt also sozusagen mit deinen Visionen schon gut verbunden und es geht jetzt darum, es ins Leben zu bringen, ist auch diesmal ein Öl dabei, mit dem ich früher noch nie so viel gearbeitet habe. Ich habe jetzt mit diesem Zyklus mehr und mehr damit angefangen. Und das Öl wird auch gerne als der Madagaskar-Kampfer bezeichnet. Ravensara. Ravensara ist... wenn du es riechst, ist es natürlich von dem, was wir bisher jetzt als Duft sozusagen um uns herum hatten. Ravensara ist ein Öl, das sehr gut bewegt. Also es hat zwei Komponenten. Ravensara hat eine beruhigende und eine ausdehnende Komponente. Und diese beiden Qualitäten sind natürlich super, wenn es darum geht, wirklich etwas zu manifestieren, aus einer Ruhe heraus, ne? Aus dieser femininen Qualität heraus. Und Ravensara wirkt natürlich auch super gut auf unser Atemsystem. Es hilft uns, uns zum Atmen zu öffnen. Es hilft uns, den Atem zu vertiefen und damit einfach mehr ins Leben zu kommen. Ich meine, wenn wir mehr atmen, hallo, da können wir nur noch Ja zum Leben sagen. Wenn wir Ravensara uns anschauen, so aus der TCM-Ebene heraus, ist es erhebend und bewegend. Also es hat wirklich diese Wellenform, dass es uns mitnimmt. Von den Energiestrukturen, von den Organstrukturen, die es energetisch unterstützt, hat es einen Bezug zur Lunge, zur Blase und auch wieder zum Herz. Es tonisiert unser Qi, das heißt, es tonisiert unsere Vitalenergie. Es hebt unser Yang an, also es bringt uns wieder wirklich in so eine Klarheit hinein und es stärkt unser Shen, es stärkt unser Bewusstsein. Das Öl für diesen Monat, also genau für diese Zeit, ist Koriander. Das ist das Öl, was zuerst kam, als ich mich jetzt nochmal wieder mit diesem Mondzyklus beschäftigt habe. Und Koriander ist das Öl der Loyalität. Und zwar ist es das Öl der Loyalität für dich selbst. Viele von uns haben ein kleines Helfersyndrom, sprich wir sind in Berufungen unterwegs, wo wir andere Menschen unterstützen. Ganz ehrlich, brauchen wir noch mehr davon, weil so wie momentan die Welt tickt, können wir uns nicht gegenseitig oft und mehr genug unterstützen. Und
Es ist nicht Cilantro, es ist also nicht das Grüne, was wir beim Thai oder beim Vietnamesen immer drauf bekommen. Manche Menschen mögen es, manche nicht. Und hier Koriander ist in dem Fall, sind die Koriandersamen. Und es ist für Menschen, für uns, sagen wir es mal jetzt in Anführungszeichen gut, wenn es darum geht, quasi mehr von uns, unser innerstes Selbst mehr hervorzubringen. Ich glaube, es macht nochmal mehr Sinn, wenn ich jetzt mal kurz den TCM-Anteil erkläre. Koriander von der Bewegung her, es ist zirkulierend und erhebend. Es wirkt auf Herz, Milz, Magen und die Leber, also rein energetisch. Und so von den Elementen her, obwohl ich jetzt gerade die Meridianzuordnung gesagt habe, unterscheide ich hier auch nochmal die Wandlungsphasen. Und hier ist es Feuer, Erde, Metall. Und das ist ja genau der Zyklus, in dem wir gerade sind. Wir verlassen gerade die Wandlungsphase Feuer, gehen über in die Erde und zum Herbst hin gehen wir in das Metall hinein. Es nährt das Blut, das heißt, es gibt uns Substanz. Es gibt uns eine Form von Yin, von dieser femininen Energie, vom Raum und harmonisiert den mittleren Erwärmer. Wir haben drei Erwärmer im Körper aus der Sicht der TCM. Der obere Erwärmer ist für den Bereich Herz und Lunge zuständig, der mittlere Erwärmer für die Verdauung und der untere Erwärmer für die Fortpflanzungsorgane. Und der mittlere Erwärmer ist einfach unsere Mitte. Und wir gehen jetzt in die Erde hinein und das repräsentiert unsere Mitte. Und die Mitte hat eben dieses fürsorglich, einmal für sich, aber auch für andere, sodass wirklich dieses Geben und Nehmen in eine Harmonie kommen kann. Und Koriander gibt uns einmal die Substanz und das Genährtsein, sodass wir aus diesem Genährtsein differenzieren können, wann gebe ich und wann stoppe ich. Also wann sage ich ja und wann sage ich nein. Koriander lässt dich deine Einzigartigkeit feiern. Also von daher, das ist wirklich die Einladung. Dein Talent, deine Gabe, dein Geschenk, deine Seelenmission, wenn du sozusagen, wenn du das auch, wenn das jetzt eher dein Sprachgebrauch ist, das in die Welt zu bringen und mit anderen zu teilen. Wow, also bestellt euch alle Koriander. Das ist ein Muss für diese Zeit. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne in den Kommentar. Ich freue mich, von euch zu hören, zu lesen. Wenn ihr noch mehr über Öle wissen wollt, beziehungsweise wenn ihr wissen wollt, wie ihr sie am leichtesten beziehen könnt, schreibt mich an. Am Wochenende gibt es nochmal mehr die energetische Seite. Da komme ich nochmal zu euch mit den Blütenessenzen, wie wir uns einfach in diesem Zyklus, in diesem Mondzyklus mit den Blütenessenzen zusätzlich noch unterstützen können. Vielen Dank für eure Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao und tschüss.